TV mit den News. Dicke Post für den bekannten Frau Münster Posträuber Dieter Müller. Das Kreisgericht Rital verurteilt ihn wegen der Schiesserei in der Hanfanlage Zahlstetten zu 10,5 Jahren Gefängnis. Seine 5 Mittäter kommen mit verhältnismäßig milden Strafen davon. Der Fall ist aber damit noch nicht erledigt. Der Anwalt von Dieter Müller hat schon Berufung angekündigt. Dominik Ledergerber. Wie schon der Prozess findet aus Platzgründen auch die heutige Urteilsverkündung im Kantonsgericht St. Gallen statt. Dass Kreisgericht Rital 2 Monate Zeit braucht, um ein Urteil zu fällen, zeigt, wie komplex der Fall ist. Im Februar 2015 überfallen die 6 Täter eine Indoor-Hanfanlage Zaltstätte und verletzen 2 Bewacher mit einer Pumpgun lebensgefährlich. Während die 5 Mittäter mit teilweise bedingten Gefängnisstrafen zwischen 22 und 36 Monaten glimpflich davonkommen, verurteilt das Kreisgericht den Haupttäter Dieter Müller zu 10,5 Jahren Gefängnis und einer stationären therapeutischen Massnahme. Für das Gericht ist klar, dass der frühere Frau Münster-Posträuber Zaltstätte als einzige geschossen hat und auch, dass es kein Irrtum war, dass der Dieter Müller statt Gummigeschoss Jagdmunition verwendet hat. Der Verteidiger von Dieter Müller sieht das ganz anders. Das Gericht geht davon aus, es sei ihm schlichtweg egal gewesen, welche Munition das er nimmt. Das geht aber mit dem ganzen Tatplan meiner Meinung nach einfach nicht auf. Also wenn jemand bei so etwas mitmacht, wo man ja nicht verwischt werden will, wo man denkt, die machen nachher selber keine Anzeige, dann nimmt man doch nicht einfach so in Kauf, dass einer dann schwer verletzt wird. Dann hat man ja nachher gerade ein Problem. Der Anwalt von Dieter Müller will darum Berufung einlegen, auch weil die stationäre Massnahme fehl am Platz sei. Mein Klient ist ein Verbrecher, der leider nicht das erste Mal im Leben gemeint hat, es gäbe eine Abkürzung zum grossen Geld. Eine einfache Geschichte, die der Allgemeinheit nicht gross Schaden tut. Aber so jemand gehört nicht in ihren Anstalt. Während der Urteilsverkündung verlässt die Mutter und auch die Lebenspartnerin von Dieter Müller immer wieder den Gerichtssaal. Für sie ist das Urteil ein Schock. Auch der Dieter Müller selber hat seine Wut nicht immer im Zaum behalten. Einmal wollte er einfach aufstehen und trotz Fußfesseln aufs WC gehen. 2 Polizisten konnten ihn dann noch zurückhalten. Und als der Richter ein paar Minuten später tatsächlich eine Pause angeordnet hat, da hat der Dieter Müller das Ganze mit hämischem Applaus quittiert. Mit dem Urteil so richtig zufrieden sind aber auch die Opfer nicht, die Genugtuung verlangen. Das ginge nur über den zivilen Prozessweg, so das Gericht. Das wird schwierig und steinig sein, da auf dem Weg außerhalb des Strafverfahrens etwas zu erreichen. Und das ist sicher sehr unbefriedigend. Zumindest der Anwalt von Dieter Müller wird das Urteil auf jeden Fall an die nächste Instanz weiterziehen. Und das ist ebenfalls Kantonsgericht St. Gallen, wo sich also auf ein Wiedersehen gefasst machen kann.